Bevor wir loslegen, ein Hinweis in eigener Sache. Aufgrund der Corona-Krise können Anspieltermine derzeit nicht stattfinden. Deswegen beziehen sich unsere Infos aus der Vorschau auf einen ausführlichen Stream mit den Entwicklern, den wir sehen konnten. Damit einhergehend konnten wir auch nicht selbst Videomaterial aufnehmen, sondern waren auf das sehr begrenzte uns zur Verfügung gestellte Material angewiesen, weswegen Bild und Text ausnahmsweise nur sehr bedingt übereinstimmen. Wir bitten um Nachsicht. Heading into Little Hope feels like our only option. We have unexpected guests. Der erste Teil der sogenannten Dark Pictures Anthology, Men of Medan, schickte uns in Gestalt einer Gruppe junger Menschen auf ein verfluchtes Schiff am wilden Ozean. Dort lernten wir das grundsätzliche Gameplay kennen, welches stark an den geistigen Vorgänger Until Dawn erinnerte. Beides entwickelt von Supermassive Games. I'm not so sure about that. Wir rennen durch lineare Gebiete und untersuchen Objekte, absolvieren Quicktime-Events, treffen unter Zeitdruck Entscheidungen und gelangen auf diese Weise auf verzweigten, teils sehr unterschiedlichen Pfaden zu einer Vielzahl an möglichen Enden. Sicher ist dabei keiner der Protagonisten, zwischen denen dynamisch an vorgegebenen Punkten gewechselt wird. Jeder von ihnen kann überleben, es kann aber auch sein, dass ausnahmslos alle über den virtuellen Jordan gehen. In Little Hope bleiben wir zwar auf dem Trockenen, an dieser Wahrheit ändert sich aber auch diesmal nichts. Wer lebt und wer stirbt, steht nicht fest. Diesmal wird aber im namensgebenden Städtchen Little Hope ums Überleben gekämpft, in einer für sich stehenden Geschichte. You are about to embark on a troublesome journey. Verbindendes Element zwischen den verschiedenen Teilen der Anthology ist lediglich der Curator, ein mysteriöser Mann mittleren Alters und anscheinend allwissend. Aus seinem Arbeitszimmer an einem unbekannten Ort heraus führt er uns stets durch die Geschichten, gibt in Erzählpausen Tipps zu bevorstehenden Ereignissen und kommentiert unsere Entscheidungen. Und harte Entscheidungen müssen gleich zu Beginn getroffen werden. Angesiedelt in den 1970ern verfolgen wir einen scheinbar normalen Abend im Haus einer Familie in Neuengland mit, der jedoch sehr, sehr blutig endet. Schon hier zeigt sich, wie intensiv Little Hope allerlei Horrorinspirationen zitiert. Einen Zeitsprung später wird das noch klarer. Wir finden uns in der Gegenwart wieder in Gestalt der verschiedenen Mitglieder einer College-Klasse auf einem Busausflug. Der wird jedoch durch einen Unfall kurz gehalten. Die Studenten, inklusive einer Seniorenstudentin, finden sich in Little Hope wieder, aufgrund eines mysteriösen Nebels unfähig, den Ort zu verlassen. Silent Hill lässt grüßen. What the hell is this thing? Looks like some kind of effigy. Noch mysteriöser, Andrew, einer der Reisenden, ist dem Sohn der Familie aus den 1970ern wie aus dem Gesicht geschnitten. Diese Geschichte wird sogar noch verworrener, als sich die Studenten auf einmal kurzzeitig im 17. Jahrhundert wiederfinden und mit der Realität der Hexenverbrennungen auseinandersetzen müssen. Noch ist unklar, worauf die Handlung schlussendlich hinauslaufen wird und wie intensiv zwischen den Zeitebenen gesprungen wird. Zumindest die Prämisse samt Fokus auf die Hexenprozesse ist schon einmal spannend, ebenso die Vermengung der verschiedenen Zeitebenen. Fraglich bleibt, wie komplex die Handlung schlussendlich ausfällt. Mit etwa 3 bis 5 Stunden Spielzeit, ähnlich wie bei Man of Medan, können die Entwickler natürlich nicht ewig weit ausholen. Schon anhand des ersten gezeigten Materials wird klar, dass bezüglich des Spielprinzips keine Experimente eingegangen werden. Wirkliche Rätsel existieren nicht, abseits der Quicktime-Events auch keine Action-Passagen. Schnell reagiert werden muss dennoch, denn alle Antworten und viele unserer Aktionen sind zeitlich begrenzt. Wählen wir nicht selbst, so nimmt uns das Spiel die Entscheidung ab, wie eine Szene sich weiterentwickelt. Zwar existieren diverse Fixpunkte, aber große Teile des Spiels können sehr unterschiedlich ablaufen oder sogar ganz wegfallen, je nachdem, was im Vorfeld alles passiert ist und wer noch am Leben ist. Dazu trägt auch der sogenannte Curator's Cut bei, den wir nach einmaligem Abschluss der Handlung freischalten. In diesem sehen wir die Geschehnisse aus der Sicht der Figuren, die wir im normalen Modus in den jeweiligen Szenen nicht aktiv gespielt haben. Noch wesentlich interessanter und wie schon bei Man of Medan wohl eines der wichtigsten Verkaufsargumente für das Spiel, der Koop-Multiplayer-Modus. John, wo bist du? Daniel? Taylor? Come on, John, where are you? This isn't funny. Conrad! When you feel isolated, vulnerable. Beim lokalen Koop für bis zu 5 Gruselfans sitzt man gemeinsam auf der Couch und erlebt den normalen Singleplayer. Jedoch fordert einen das Spiel nach bestimmten Sequenzen auf, den Controller an den nächsten Spieler weiterzugeben. Deutlich spannender ist die Online-Variante für 2 Teilnehmer. Dann erleben wir die Geschichte gleichzeitig aus 2 Blickwinkeln, wobei die Figuren manchmal am selben Ort unterwegs sind, oft aber auch getrennt voneinander völlig unterschiedliche Dinge erleben. Die Entscheidungen unseres Mitstreiters haben direkte Auswirkungen auf das, was wir erleben, ob uns die Konsequenzen nun gefallen oder nicht. Ein story-intensives, modernes Adventure ist nicht das erste Spiel, welches einem einfällt, wenn man an Koop denkt. Aber Man of Medan hat bereits bewiesen, dass dieser Ansatz überraschend gut funktioniert. Das Spiel machte zu zweit einen ganzen Zacken mehr Spaß.
Was man sich von Little Hope wohl erneut nicht erwarten darf, ist eine beeindruckende spielerische Erfahrung. Es bleibt dem treu, was sich die Macher mit der Anthology vorgenommen haben. Wohl aber versprechen die Entwickler diverse Verbesserungen im Vergleich zu Man of Medan. So nervte dort etwa die arg langsame Laufgeschwindigkeit der Figuren, auch dann, wenn man den euphemistisch als Rennbutton bezeichneten Knopf gedrückt hielt. Zudem war es nicht immer leicht zu erkennen, mit welchen Objekten in der Umgebung interagiert werden konnte, und die sehr störrische Kamera verwehrte einem oftmals den Überblick. All diese Aspekte sollen verbessert werden. Zudem werden bevorstehende Quicktime-Events besser signalisiert, die Animationen verbessert und insgesamt soll das Pacing etwas natürlicher wirken. Neben diesen von den Entwicklern bestätigten oder zumindest versprochenen Anpassungen haben wir noch ein paar Wünsche, die wir im Vergleich zu Man of Medan umgesetzt sehen wollen. So wurden wir dort oft durch unschöne Grafikbugs wie nicht geladene Figurenmodelle aus der Atmosphäre gerissen, gerade im Online-Koop. Zudem wurden die Tode der Figuren zu oft durch einzelne gescheiterte Quicktime-Events ausgelöst. Die sehr störrische Steuerung, gerade dann, wenn man durch enge Türen gehen wollte, möge zudem bitte der Vergangenheit angehören. Schlussendlich steht und fällt die Qualität von Little Hope aber natürlich mit der Qualität der Handlung und jener der Atmosphäre. Wie gut diese beiden Aspekte ausfallen werden, lässt sich nach unserem kurzen Einblick in den Titel noch nicht abschließend sagen. Die Prämisse ist auf jeden Fall spannend und die Verbesserungen, welche die Macher vorgenommen haben, versprechen ein angenehmeres Spielerlebnis. Ob's für einen Horror-Hit reicht, erfahren wir im Sommer, wenn das Spiel für PC, PS4 und Xbox One erscheint. Reverend Carver's affection for you will be shaken loose when he learns of your infidelity with the devil. Ob der dritte Teil der Duck Pictures Anthology wohl schon für die PS5 kommt? Falls ihr euch für die kommende Next-Gen-Konsole interessiert, dann empfehlen wir euch unser Video mit allen neuen Infos zu PlayStation 5. Auch für alles andere rund um die Welt der Videospiele seid ihr auf pcgames.de an der richtigen Adresse.